Geil. Wir müssen definitiv einige Bäume anpflanzen. So, wo haben wir sie? Golden. Axt, Axt, Axt. Geil, kann ich keine machen. Irgendwie müssen wir die NPCs hier rauskriegen. Die ziehen doch trotzdem hier in dem neuen Haus ein, oder? Ja, aber... Leute, ich kann mir keine Holzaxt herstellen. Hat hier noch stimmt, eine? Stimmt, lassen wir die einfach mal doppelt. Holzaxt. Ja. Ja, ich hab eine Copper-Axt. Gib mal. Okay, ich muss ja nicht laufen, ne? Gut, du schaffst das schon. Ja. Ist, solange es ja nur Nacht ist. Obwohl, du hättest mir noch die ganzen Barren hier geben können, aber egal. Egal. Perfekt. Positionier da auch noch. Ich hab gar keinen. Doch, da habe ich noch Fackeln. Ich hab nur noch 7 Holz, verdammt. Ich kann kaum noch Wände machen. Da oben klopfen schon 2 Zombies an. Wieso? Ja, die haben noch keine Wände gemacht. Wir müssen den Hintergrund noch machen. Oh mein Gott. Gott, jetzt werde ich wieder von Augen angegriffen. Ja, der Hintergrund kann eine Weile dauern. Ja. Warte, ich mach mir mal. Obwohl, kann ich hier. Okay, mit der Axt kann ich ja Holzfällen vergessen, ey. Hey, die Etage machen wir aber aus richtigem Holz, nicht nur aus Plattform, ne? Ja, sicher. Ja, aber du hast da nur so provisorisch links und rechts hier die Plattformen hingebaut. Hm. Wir müssen uns da noch so eine Schmiede holen. Ich glaube, wir haben ja in dem Haus von dem alten Mann auch noch so eine Schmiede gemacht. Die können wir ja dann rausholen. Stimmt. Und hier hinsetzen. Und einen Amboss brauchen wir auch, also Eisen. Hat jemand von euch noch Eisen? Ja, er hat die ganzen Barren, deswegen ja. Okay. Ich habe gar nicht mehr so viel Wand. So, ich habe 2 Stacks Holz. Brauchst du? Ja, 1 Stack brauche ich bitte. Die ganzen Augen außen, ey. Danke. Ja. Echt, wie so dumme Fliegen. Stimmt, so wie Fliegen, die gegen die Fensterscheiben fliegen. Lemmy was slain. Loop. Ja. Du wolltest einfach nur schnell zum Haus kommen, gib's zu. Ja, jetzt ist die Frage, wo ich rauskomme. Oh, ich hab einen Stern gefunden. Wie schön. Oh nein. Nein, oh. Was? Egal, hey, kauf mir ein paar Heiltränke. Dafür wird dieses Haus hier um einiges schöner wie das andere. Ja, das stimmt. Wir können unseren Gang, den wir in der Mitte haben, dann auch nach unten verlängern und nochmal so eine zweite Mine machen, dann wenn wir diese Ultra-Spitzhacken haben. Dass wir uns hier dann bis zu dieser Imp-Stage quasi runterhauen, bis zu dieser Wichtel-Stage. Und sollen wir dann zwischendurch noch links oder rechts oder einfach nur ganz... Einfach nur stumpf nach unten. Okay. Oh mein Gott, das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist eine Arbeit, nochmal so eine Mine zu erschaffen. Ja, ich habe ja genug TNT dabei, das ist kein Thema. Das geht schnell. Oh mein Gott, das musste ich alles mit einer Axt machen. So, noch ein Stern. Ah ja, ich hab ganz vergessen. Danny, sollen wir hier die Etage bis dahin gehen lassen? Ja. Ah ja, und ja, gut. Ich versuche gerade meine innenarchitektonischen Fertigkeiten zu beflügeln. Unter Beweis zu stellen? Nee. Nicht? Da gibt's nichts, was ich unter Beweis stellen könnte, weil sie nicht vorhanden sind. Klar, du könntest unter Beweis stellen, wie schlecht du bist. Naja, ich geb dir gleich. Was denn? Du sagst es doch selber. Ja, wenn ich das sage, ist was anderes, wie wenn du das sagst, ja. Klingt logisch.
Habe ich deine Gefühle ich verletzt? Ich fackel da raus und mach stattdessen das Ganze hier massiv aus Holz. Massiv Holz. Hey, ich will meine Big Axe wieder. Ja, können wir die gleich machen. So, jetzt müssen wir noch ein paar Etagen machen. In welcher Höhe, sagen wir? Direkt hier über uns. Da. Nee, eins höher. Nee, so ist schon besser. Ja, aber dann ist es doch zu eng. Nö. Okay. Wenn du in deinem Zimmer rumläufst, ist deine Decke dann doppelt so hoch wie du? Also bei mir nicht. Wer weiß. Meine Axt ist weg. Clemi! Ich bin noch 1600 Fuß entfernt und ich habe jetzt den dritten Stern gefunden. Wofür sollen die Türen hier sein? Toll. Keine Ahnung, damit man zwischen den Räumen hin und her kann. Normale Häuser haben Türen, ne? Ja, aber ich meine, das ist im Flur so nutzlos. Ja, die kann man ja immer offen lassen. Sieht halt dann nice aus. Und der vierte Stern. Was wegmachen? Rechts die zwei oder drei Holz. Ja, genau. Die kann ich wegmachen. Die war nur, dass ich da hochkomme zum Bauen. Nee, die hab ich dahin gemacht. Nee, ich meine hier, das Holz hier. Aha. Wie wär's mit einer Tür? Die habe ich mir auch gerade gedacht. Da habe ich gerade die falschen rausgehauen. Ja, sehr gut. Und zack. Und zack. Ich mach das mal schöner. Das sieht total gammelig aus. Das sieht total gammelig aus. Das Haus am Ende, glaube ich. Egal. Wir können hier an der Seite dann übelst die Fenster machen. Und oben auf dem Dach könnte man theoretisch so eine Baumplantage machen, also Erde hinlegen und dann... Wie so eine provisorische Lampe hingemacht. Können wir da nicht so eine Deckenlampe hinmachen? Wir könnten Kronleuchter craften. Dafür bräuchten wir, glaube ich, hier Kupfer. Wir haben doch ganz viel Kupfer. Wenn Clemi das nicht alles weggeworfen hat. Lol, habe ich nicht. Ich bin gleich da und ich hab den fünften Stern gefunden. Hurra, gib ihn mir. Wie viel hast du? Du hast schon dein nächstes Sterndingens, ne? Nein, hab ich noch nicht. Ich hab grad mal zwei Sterne bei mir. Ich hab die doch extra alle in die Truhe getan zum Spaten. Hast du die rausgeholt, die Sterne? Ja. Nein, Clemi. Wie viel hast du dann, Clemi? Warte, ich sehe, ich bin jetzt da. Ich habe 12 Sterne. Prima, dann sind 4 schon für mich da. Oh mein Gott, okay. Die ganzen Augen. Oh lol, was ist das für eine Hütte? Gehört erstmal Spawnpoint setzen, ey, das ist ja abartig, den ganzen Weg zu laufen. Kann man da schon Spawnpoint soll ich die Kisten hinpacken? Ja, Sache, kann man schon. Ja, in die Mitte kommen die Kisten, oder? Hier unter mir. Jo, würde ich auch mal sagen. Hat jemand von euch noch Dreck? Ich glaube nicht, ne? Nee. Dann hole ich mir jetzt Dreck. Dreck, ja, ich hab Dreck. Weil, nee. Ja, wäre gut, wenn du mal ein bisschen Dreck holen könntest dann. Ich hab Dreck. Gut, weil dann könntest du auf die Decke drauf quasi eine Schicht Dreck legen. Okay. Für Bäume? Ja. Oder was meinst du? Ja, für Bäume. Baumplantage. Cool. Mitten in der Luft. Werden die auch im alten Haus, hier, wo ich diese Brücke quasi gebaut habe, hätten wir die in diesem Hohlraum machen können, anstatt dass du alles dazu gebaut hast, aber... Halb so wild. So, ja, Bett habe ich auch noch dabei. Aber mittlerweile brauchen wir eigentlich gar kein Holz mehr. Sollen wir das hier oben so eine riesige Halle lassen? Nee, oder? Ziehen dann nicht mehrere NPCs an? Nein, wir machen da jetzt noch eine zweite Etage. Ja, aber ich würde sagen, wir machen hier, machen noch hier eine ein bisschen höhere Räume. So. Die sind noch höher. Ja, die sind. Ja, sind ja höher. Die sollten aber nicht so klein sein. Ach, die NPC-Räume können ruhig klein sein.
Ja, Hauptsache ein Tisch, eine Lichtquelle und Stühle. Mhm. Muss ich gucken, ob hier ein Tisch reinpasst. Da passt sicher irgendwie ein Tisch rein. Klemi, brauchst du die Axt noch? Nicht Nein. Doppelschicht, das reicht schon eine Einfachschicht. Nicht so ein Dreck. Klemi. Also. Da Erde ist nicht matt. Dreck. Doll, das ist aber matt. Nicht matt. Außerdem nur eine Schicht, nicht eine Doppelschicht. Doppelschicht. Das reicht, wenn es nur eine ist. Dann bauen wir jetzt so sieht aber gammelig aus. Ja, genau, weil da auch Pilze wachsen. Nee, die wachsen da nicht. Genau deshalb habe ich die Aussage ja gerade gemacht. Achso. Ja, ich höre dir nicht zu. Sieht doch schon mal ganz nett aus. Mhm. Hier und noch, hier drin kann ich rennen. Hier noch ein paar Räume. Hooray. Ja, hier ist eine Axt. Wieder. Das ist eine Axt. Hey, du wolltest eine Axt haben. Dani. Ja. Oh. Da, nie, 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 da, ich beute mal das Haus nebenan aus. Man kann die Deckenlampe das nicht genau in die Mitte. Das ist voll machen, ne? Unsymmetrisch. Wollte ich auch gerade sagen. Warte, ich. Vielleicht die eins weiter links. Oder wir placen die so. Ja, mach mal so. Und die obere ist auch nicht ganz in der Mitte. Geht nicht in der Mitte, da bräuchte man ja zwei. Eben, deswegen habe ich hier auch zwei Blöcke hingeplaced über den Thron. Eben. Fällt gerade auf. Hast du das ganze Haus hier so daneben abgebaut, rechts oder was? Von wo hast du jetzt die Lampen? Nee. Wobei, warte mal. Ne, die eine Lampe lasse ich mal in meinem Inventar. Schon irgendwas in den Kisten? Ah, hier sind die ganzen Bars. Ja, warte, ich mach mir dann jetzt Mana, Steine. Noch ein Stein, verdammter Mist. Hier steht noch ein Bett. So, ich habe zwei Mana. Hooray. Ich hole mal noch Eisenbarren raus, aber irgendwie sind da wirklich keine Kupfersachen drin. Doch, Kupfer hatten wir um die 60 oder mehr. Sind aber wie gesagt keine drin. Ich hol mal kurz die Schmiede aus dem anderen Haus nehmen. Dann hat Klemi sie geklaut. Was? Ist noch Kupfer bei dir? Wir suchen Kupfer. Hooray, 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 hooray. Nö, ich kann Kupfer mehr. Kann gar nicht sein, wir hatten so viel. Ich habe eine Schmiede abgebaut. Oh toll, ich habe kein Holz mehr. Mein Gott, ey, das ist so ein endloser Tunnel hier. Wie weit geht eigentlich diese Hütte da runter? Ich glaube, wir müssen das irgendwie anders machen mit den Türen. Falls Zombies kommen, werden wir hier voll belagert. Müssen die irgendwie unter der Erde machen. Ah, stimmt. Hey, yo, ich habe Bomberang gefunden. In der Kiste? Kannst du ihn behalten. Ja. Bist du in das Haus reingegangen? Ja. Lol, also, nice. Du bist ja alleine in den Dungeon, warte auf uns. Was heißt in den Dungeon, Mann? Ich klau doch da nur ein bisschen, was da so drin ist. Warte so. Auf uns, haben wir gesagt. Ja, also ich geh wieder rauf. Ich wollte da nur ein paar Lampen haben.